Hi, herzlich willkommen bei Tactical Gunnybeard. Ich bin Rick und heute zeige ich euch die Glock 17 Generation 3. Bevor wir die Waffe immer aufnehmen, Sicherheitsüberprüfung. Wir wissen nie den Ladezustand einer Waffe, wenn sie so wie jetzt hier vorgefunden wird. Was machen wir also zuerst? Die Sicherung betätigen. Aha, bei der Glock haben wir die nicht. Deswegen Magazin raus. So, Waffe sicher. Und los geht's. Die Glock 17 Generation 3 ist eine halbautomatische Faustfeuerwaffe im Kaliber 9x19mm Luger oder auch Para. Standardmagazin 17 Schuss. Laut Waffengesetz sind für Faustfeuerwaffen nur Magazine mit einer Kapazität von maximal 20 Schuss erlaubt. Die Glock 17 verfügt über einen Safe-Action-Abzug. Der Lauf ist ein gezogener Lauf. Und auf dieser Glock haben wir das Glock-Standardvisier mit verstellbarer Kimme. Hier noch angebracht ist eine Aluminiummontage für Zusatzoptiken. Eingeführt wurde die Glock 17 als Pistole 80. In diversen Einheiten Polizei wie Militär sind sie auch bis heute noch und wurden als Generation 4 beim britischen Militär eingeführt und haben damit die FN High Power abgelöst. Mittlerweile sind wir bei Glock in der Generation 5 angekommen. So, und wie sich die Glock 17 Generation 3 im scharfen Schuss verhält, seht ihr jetzt im folgenden Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gunny out. Was schießt nicht auf meine Flinte?